DaVinci Resolve als kostenloser Video-Editor hat enorm viel Potenzial, wenn es um Videobearbeitung geht, aber auch in der Fotobearbeitung hat es so viel Punch, dass es für manche kostenpflichtige Softwaren wie Affinity Photo oder Lightroom ersetzen könnte. Nicht zuletzt, weil DaVinci Resolve Canon RAW-Fotos und Nikon RAW-Fotos komplett auslesen kann. Aber für bestimmte Fotografen wird es Photoshop oder Affinity Photo eben nicht ersetzen können. Lass mich dir erklären, warum. DaVinci Resolve ist für Display-referenzierte Farbräume gemacht, also alles das, was Licht emittiert. Also Fernseher, dein Handy und so weiter. Also wenn du ein Foto auf Instagram anguckst, dann ist es in einem Display-referenzierten Farbraum, nämlich meistens sRGB. Wenn du dir allerdings ein Foto in einem Magazin anguckst oder auf einer Verpackung, dann ist es ein CMYK-Bild und ein CMYK-Farbraum. Und das kann DaVinci Resolve nicht ausgeben. Bedeutet also, wenn du ein Fotograf bist, der vor allen Dingen im Social Media lebt und seine Bilder online teilt, dann kann DaVinci Resolve für dich eine gute Alternative für Photoshop und Lightroom sein. Wenn du allerdings ein Fotograf bist, der Ausstellungen macht, der sein Zeug drucken lässt, dann höchstwahrscheinlich nicht. Aber lass uns doch mal in die Fotobearbeitung mit DaVinci Resolve einsteigen. Okay, es gibt zwei Optionen in DaVinci Resolve Fotos zu bearbeiten. Das eine ist die Timeline-Option, die ich dir in diesem Video zeige, die ein bisschen anfängerfreundlicher ist. Und das andere ist, Fusion zu nutzen. Der Vorteil von Fusion ist, dass du in der Free-Version jede Auflösung rausballern kannst, aber du musst dich natürlich in Fusion einarbeiten. Und der Vorteil von der Timeline-Option ist natürlich, dass es einfacher zu sehen ist und du hast auch so ein bisschen das Layer-Based-Format. Aber du kannst in der Free-Version nicht jede Auflösung rausballern. Wenn du allerdings die Studio-Version hast, dann go for it. Okay, legen wir uns also eine Timeline an. Hier in DaVinci Resolve möchte ich mir zuallererst mal mit Steuerung oder Command-N eine neue Timeline anlegen und die Project Settings deaktivieren, weil wir wollen ja unser Format selber wählen. Dann nenne ich meine Timeline zuerst entsprechend meinem Format, also zum Beispiel H für Horizontal 3 zu 2. Und dann gehe ich in mein Format und suche mir raus, was das für ein Format sein soll. DaVinci Resolve hat standardgemäß Videoformate, also wie HD 16 zu 9 und so weiter. Wenn du das nicht haben willst oder zum Beispiel in einem 2 zu 3 Format, wie ich jetzt hier exportieren will, dann kannst du dir hier oben unter Custom eine eigene Formatgröße anlegen. Eine 2 zu 3 Timeline in 4K oder UHD würde dann 3840 in der Breite sein und dann quasi einmal durch 3 und das mal 2, also 2560 Pixel hoch sein. Und dann habe ich ein normales Fotoformat in Horizontal. Wenn du dir jetzt eine Vertical Timeline davon anlegen willst, dann kannst du einfach mit STRG N eine neue Timeline anlegen, Project Settings wieder rausnehmen und unter Format ebenfalls auf Custom geben und die Werte einfach umdrehen. Also 2560 mal 3840. Und damit haben wir ein vertikales Format. Und jetzt können wir in die Timeline einfach Fotos reinwerfen, die DaVinci Resolve nimmt. Also alles das, was JPEGs, PNGs und Canon und Nikon RAW-Fotos sind. Leider kann DaVinci Resolve noch nicht Sony oder Fuji-Fotos nehmen und Hasselblad sowieso nicht. Aber wenn du das mal testen willst, es gibt kostenlose Seiten, wo du dir RAW-Fotos runterladen kannst. Oder probier doch einfach mal, ob deine RAW-Fotos aus zum Beispiel einer Panasonic auch funktionieren. Okay, ganz wichtig, bevor ich jetzt Fotos hier hereinziehe, es gibt einmal die Cut-Page, die eine Strip-Down-Version von der Edit-Page ist. Ich bearbeite allerdings meine Fotos am liebsten in der Edit-Page, weil ich dann hier gleich im Inspektor alle Sachen, alle Properties zum Drehen und so weiter verfügbar habe. Okay, wenn ich jetzt also in der Edit-Page bin und ein Foto bearbeiten will, dann kann ich das ganz einfach da aus meiner Ordnerstruktur hier reinziehen. Und du siehst, es ist falsch rumgedreht. Das kannst du allerdings easy bearbeiten, indem du hier mit Rechtsklick drauf gehst, mit Clip Attributes und dann hier einmal unter Image Orientation das Ganze einmal drehst. Und damit ist das Ding richtig rum. Wenn ich jetzt noch den Ausschnitt etwas bearbeiten will, dann kann ich das hier unter Zoom machen. Also ich kann hier oben reinzoomen in den Inspektor, kann die Position verändern. Ich kann allerdings mir auch hier dieses Dropdown anmachen und mir die gesamte Positionierung auch so bearbeiten. Dann habe ich hier oben den Hebel für das Drehen, was ein ziemlich schöner Workflow ist, um schnell und intuitiv ein Framing zu bekommen. Okay, wenn das fertig ist, klicke ich einfach nochmal auf das Dropdown für Transform
und damit habe ich das. Wenn ich jetzt meine Farben bearbeiten möchte, dann gehe ich in die Color Page. Klicke also hier unten auf Color Page und habe jetzt hier die Möglichkeit, in einer sogenannten Node meine Farben zu bearbeiten. Zum Beispiel können wir das Ganze hier unter Temp in dem Weißabgleich anpassen, also kühler oder wärmer machen. Wir können den Kontrast erhöhen. Wir können allerdings auch, so wie du es aus anderen Fotoeditoren gewohnt bist, auch hier einzelne Kontrastpunkte setzen und diese Kurven natürlich auch ungroupen und damit jede Kurve einzeln bearbeiten. Aber man kann sich natürlich auch schon fertige Farbpresets aussuchen in Form von LUTs, also Lookup Tables. Unter Filmlooks findet man meistens ziemlich gute Presets, die jetzt bei mir in diesem Fall hier jetzt allerdings ziemlich dunkel ausschauen und das liegt daran, dass ich die RAW-Sachen von diesem Foto noch nicht bearbeitet habe. Deswegen, da es eine RAW-Datei ist, kann ich hier vorne in Camera RAW reingehen und von Project auf Clip umschalten, kann mir die Highlight Recovery anschalten und somit viele Details aus den Highlights zurückholen und einfach die Exposure hochziehen, bis ich es gut belichtet habe. Und du siehst auch hier hast du so ein kleines Histogramm. Und wenn ich jetzt eine LUT anwende, dann sieht es doch schon um einiges besser aus als vorher. Ich würde dir empfehlen, diese LUTs auf einer separaten Node anzulegen, damit du die Intensität der LUT individuell steuern kannst. Also mit Shift-S oder mit Alt-S einfach eine neue Node anlegen und hier können wir ganz einfach unsere LUT draufziehen. Und wenn uns das jetzt zu stark ist, dann können wir hier in den Key-Output gehen und die Intensität dieser gesamten Node herunterziehen. Also 0 wäre natürlich, hat keinen Effekt, 1 wäre, hat einen vollen Effekt und in diesem Fall würde ich jetzt hier 0.25 wählen für ein schönes Ergebnis. Jetzt habe ich hier vorne noch eine Node, mit der ich alles vorher bearbeiten kann. Also kann ich zum Beispiel mir noch meinen White Point nehmen, indem ich ganz einfach hier in die Color Wheels nehme und meinen Weißabgleich machen, indem ich mir einen White Point picke. Und wenn dir das bei manchen zu hell ist, dann siehst du hier zum Beispiel hier oben klippt's ein bisschen, dann kannst du ganz einfach hier dieses Wheel, also diesen Drehregler nehmen und wieder etwas runterziehen. Du kannst dir hier natürlich auch noch den Black Point Picker nehmen, um schwarz auch wirklich schwarz zu machen. Und wenn dir das natürlich wieder zu viel ist, kannst du hier natürlich auch wieder etwas gegensteuern und nach oben schieben. Okay, damit habe ich mein Bild ausgeglichen und dann wirkt die LUT hier natürlich auch besser. Du kannst natürlich auch eigene LUTs installieren in DaVinci Resolve. Dazu gehe ich unten rechts auf das Zahnrad, gehe dann hier auf Color Management und kann mir hier bei Lookup Tables den LUT-Folder öffnen und hier ganz einfach einen neuen Ordner anlegen und da alle deine LUTs, die du dir aus dem Internet kopiert hast, reinkopieren. Dann klickst du auf Update List und dann findest du hier in dem Ordner, den du angelegt hast, auch deine eigenen LUTs. Du brauchst allerdings auch gar keine LUTs, denn DaVinci Resolve hat so viele Tools, um deine Farben zu bearbeiten. Zum Beispiel kann ich hier oben meinen Color Warper nehmen und kann jetzt zum Beispiel hier das Rot anwählen und das Rot mehr grün machen. Ich kann mir natürlich auch mein Gelb nehmen, was in diesem Fall hier ist, und das natürlich auch weiter Richtung Grün ziehen oder mehr Richtung Rot. Und somit verfärbt sich quasi alles in meinem Bild. Das kann ich hier oben natürlich wieder zurücksetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Auswahl aufgrund einer Farbe treffen möchte, dann kann ich mir ganz einfach in den Qualifier gehen und hier eine Auswahl treffen. Wenn ich mir die Auswahl ansehen will, dann kann ich hier den Zauberstab anklicken und da siehst du, ich habe jetzt nur das Gelb markiert, was ich hatte. Diese Auswahl kann ich hier drüben auch noch cleanen und etwas blurren, damit es einen weicheren Übergang hat. Und jetzt könnte ich zum Beispiel die Farbe von diesem Gelb etwas herumziehen. Zum Beispiel mehr Richtung Grün. Ich könnte auch die Saturierung etwas runterschrauben oder höher, wenn dir das Neongrün nicht grün genug ist. So. Und damit habe ich das Gelb in ein Grün verwandelt. Übrigens, wenn du Nodes an- und ausmachen willst, dann kannst du eine Node markieren und mit dem Shortcut STRG und D kannst du dir eine Node deaktivieren. Und wenn du alles vor und nachher mal anschauen willst, kannst du hier oben einfach alles deaktivieren und aktivieren. Das kannst du mit Shift D ebenfalls machen. Nun ist es wichtig, dass wenn wir einen Qualifier gezogen haben, dass alles, was wir machen, hell, dunkel und so weiter, immer nur für diese Auswahl gilt, die wir gezogen haben. Das bedeutet, wenn du mehrere Farbauswahlen treffen möchtest, dann möchtest du diese Qualifier auf einzelne Nodes anlegen. Also kannst du zum Beispiel mit Shift-S eine weitere Node anlegen und dir hier einen Qualifier
für das Rot ziehen, dir deine Auswahl anzeigen lassen und jetzt könntest du dieses Rot zum Beispiel mehr sättigen und auch dunkler machen. Und damit ist das unser Vorher und das unser Nachher. Ein weiterer Einsatz von Qualifiern ist zum Beispiel das Skin Smoothing oder auch das Entfernen von kleineren Hautunreinheiten. Dazu nimmst du dir ganz einfach einen Qualifier auf einer einzelnen Note und kannst dann hier die Midtone Details herunterregeln. Und damit hast du ein Vorher und ein Nachher. Du musst nur aufpassen, dass es bei den Midtone Details nicht unnatürlich aussieht. Kommen wir mal zu Workflow-Geschwindigkeit, denn du kannst super schnell Grades von dem einen Bild zum anderen super easy auf andere kopieren, indem du die anderen alle mit Shift markierst und dann einfach mit Rechtsklick Apply Grade klickst. Und damit wird der Grade automatisch übernommen und ich habe hier zum Beispiel auch das Skin Smoothing mit drin. Und das ist super hilfreich, wenn du ein ganzes Fotoset hast, was mehr oder weniger dieselben Einstellungen hat, dann kannst du ganz einfach Grades kopieren und nur noch hell-dunkel anpassen und fertig. Du hast in DaVinci Resolve natürlich auch die Möglichkeit, automatisch Weißabgleich und sowas erkennen zu lassen, indem du ganz einfach hier auf den Auto-Button klickst und dann rötelt DaVinci Resolve kurz und dann BAM, Weißabgleich fertig. Ist nicht immer der beste, aber ist ein schneller Weg, um schnell zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und jetzt kommen wir zum Export, denn du kannst alle Bilder, die du in DaVinci bearbeitet hast, Batch exportieren. Du gehst hier oben zuallererst mal auf Gallery und unter Stills dürftest du jetzt keine Stills haben und kannst jetzt einfach mit einem Rechtsklick auf eines der Fotos Grab All Stills gehen und dann From First Frame. Damit hat jetzt DaVinci Resolve in deiner Stills Gallery alle Grades und so weiter abgelegt als einzelne Bilder. Jetzt kannst du in der Gallery einfach mal auf Steuerung A klicken und dann mit Rechtsklick auf ein Bild Export klicken. DaVinci Resolve will dir das jetzt natürlich als Untitled DPX exportieren. DPX ist ein DaVinci Resolve eigenes Bildformat, aber wir wollen das als PNG exportieren, weil das natürlich die meisten Bilddateien behält. Also einfach hinten das DPX löschen und dann hier unten auf PNG wählen und dann auch als PNG exportieren. Und wenn ich jetzt auf Export klicke und den Ordner aufmache, dann siehst du, hat mir DaVinci Resolve alle Bilder exportiert, aber auch immer eine DRX-Datei, was quasi dieser Grade ist, den wir hier angelegt haben. Wenn du den nicht brauchst, dann kannst du einfach mit Rechtsklick sortieren nach Typ klicken und diese DRX-Datei ganz einfach entfernen. Und jetzt hast du all deine Bilder in der Auflösung, wie du sie in der Timeline hast. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du auch in der Free-Version auflösungsunabhängig arbeiten kannst und wir bearbeiten Bilder mit Fusion. So wie ich zum Beispiel auch meine Thumbnails bearbeite. Ich wünsche dir viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.